Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir heute die Deepcool LT520WH und die LT720WH. Einmal eine 240er Wasserkühlung, einmal eine 360er. Die packen wir heute wieder auf unseren beliebten 12700K, der sich so um die 200 Watt reinpfeifen kann. Werden dann mal schauen, was wir für Temperaturergebnisse bekommen bei den beiden Wasserkühlungen. Das Geile ist, die haben beide das gleiche Montagekit. Das heißt, ich brauche nur den Pumpenkopf wechseln, dann bin ich fertig damit. Zumindest was die Montage natürlich auf dem Mainboard angeht. Ich mache es mir dadurch einfach, aber ihr kriegt auf jeden Fall ein schönes Testergebnis. Das Ganze schmeißen wir hier in das G360A von Fantex. Das habe ich noch dazu bestellt, einfach nur für Testzwecke. Ich hoffe, die passt auch da oben rein. Es ist angegeben, dass eine 360er reinpasst. Aber einige sagten schon, dass die ein Stückchen länger sind und dementsprechend da nicht mehr so gut reinpassen. Selbst wenn wir damit Probleme kriegen sollten, baue ich das Ding einfach in die Front, dann bin ich fertig damit. Wir kriegen auf jeden Fall schöne Testergebnisse. Natürlich würde es dann einen Unterschied machen, wenn ich so oben einbaue oder in die Front, wenn ich das unterschiedlich mache bei den beiden Dingern. Deswegen, wenn so oben nicht reingeht, baue ich beide einfach in die Front und habe da auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Dann schnacken wir auch gar nicht lange. Das Board habe ich schon hier liegen. Ich werde die jetzt montieren, werde euch ein bisschen den Inhalt zeigen und dann schauen wir uns das Ganze mal an, auch vom Design her. Das ist erstmal diese gewohnte Verpackung. Wir werden jetzt auch als erstes die LT520WH nehmen, weil wir ja wissen wollen, inwieweit sich das steigert mit der LT720, zumindest von den Temperaturen her. Die sollten dann ja sinken, im besten Falle. Deepcool hat diese Standardverpackung irgendwie bei allen Produkten mittlerweile. Auch die ganzen Luftkühler für die Prozessoren, die sehen genauso aus. Hier haben wir auch nochmal diese ganzen Angaben, unter anderem welche Sockel so unterstützt werden. Auf jeden Fall alle aktuellen AMD und Intel Sockel, AM4, AM5. 1700, 1200, das sind ja so die letzten Generationen von AMD und Intel. Der Radiator, der ist aus Aluminium, Kupfer wäre natürlich schöner gewesen, aber er ist aus Alu, ist ja mittlerweile bei fast allen Radiatoren so. Die Pumpe läuft immer so standardmäßig auf 3100 Umdrehungen die Minute und die Lüfter können zwischen 500 und 2250 Umdrehungen die Minute arbeiten, plus minus 10%. So ganz genau ist das nicht, das werden wir aber gleich in HW Info sehen. Sehr wahrscheinlich ist hier auch wieder so ein Adapterstück mit dabei, das dann die Lüfter langsamer drehen lässt, zwischen 500 und 1600 Umdrehungen die Minute, muss ich aber gleich mal schauen. LSP, ich glaube, das ist das Low Speed Profile, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall immer so ein Kabelstückchen, was mit dabei ist. Ich weiß es nicht, ob es bei der genauso ist, bei der LS-Variante auf jeden Fall. Was die Beleuchtung angeht, haben wir hier ARGB, 5 Volt, ganz normal, bringt eigentlich jedes moderne Mainboard mit. Und wenn diese Lautstärkeangabe mit 32,9 dBA stimmt, dann können wir das gleich eventuell sogar messen, weil mein Lautstärkemessgerät ab 30 anfängt zu messen. Wenn man diese Low-Speed-Dinger da drin hat, liegt es bei 28 Dezibel. Beides Werte, die echt nicht nennenswert sind. Wenn ihr mit Headset irgendwie zockt, hört ihr das sowieso nicht. Wenn wir das Ganze aufmachen, haben wir wieder den ganz normalen Karton in der Mitte mit diesem Schaumstoffplättchen an der Seite zum Polstern. Und hier haben wir auch schon die Wasserkühlung. Schon irgendwie knuffig eingepackt, so richtig in sich zusammengerollt. Hier die beiden weißen Lüfter. Das kennen wir ja schon alles in schwarz. Das ist jetzt einfach nur eine weiße Variante. Aber ich war an diesem Pumpenkopf interessiert, der in weiß bestimmt auch geil aussieht. Vor allen Dingen in dem Case, was hier neben mir steht. Die Lüfter sind wieder in so einzelnen Zipbeuteln verpackt. So sehen die dann aus, ganz schlicht in weiß. Hier oben sind gummierte Kanten, das heißt, die Schwingungen werden auch nicht auf den Radiator so krass übertragen. Ein bisschen natürlich schon durch die Schraube, aber hier mit der Gummierung ist das auf jeden Fall schon mal top. Wie die Laufzeit von den Dingern ist, ich kann es euch nicht sagen. Die sind so neu, die Produkte, ich weiß nicht, wie lange die halten. Qualitativ fühlen sie sich auf jeden Fall gut an. Dann haben wir hier noch ein Zubehörpaket, das gucken wir uns gleich an. Dann haben wir hier ganz in weiß gehalten natürlich den Radiator. Hier ist so ein Ausgleichsventil. Da ist einfach nur so ein kleiner Gummischlauch drin. Wenn das Wasser da drin oder beziehungsweise dieses Wärmeleitmittel, manchmal ist das auch Mineralöl oder ähnliches, warm wird, dehnt sich das natürlich aus und das ganze Ding hier gleicht das aus. Hier sind auch wieder diese Halteklammern mit am Start. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das hatte ich schon mal bei einer. Das war, glaube ich, auch die LT720 in schwarz. Dann sieht das ein bisschen geordneter aus mit dem Schlauch. Und hier ist auch wieder dieser spiegelnde Pumpenkopf. Ich habe die Folie jetzt natürlich noch nicht abgemacht, weil man sonst meine Fettfinger darauf sieht. Die Beleuchtung, die sieht man natürlich erst, wenn es angeschlossen ist. Da ist so ein Kästchenmuster drin, habt ihr ja eben schon auf der Verpackung gesehen. Wärmeleitpaste ist auch schon voraufgetragen. Da ist jetzt noch der Deckel drauf, den nehmen wir gleich auch noch ab. Und wir werden auch genau die Wärmeleitpaste nehmen, damit das Ergebnis eben nicht verfälscht wird. Dann kommen wir mal zu dem Zubehörpaket. Ja, und hier sind auch diese Kabel drin, mit denen man dann die Lüfter runterregeln kann. Ein weißes Splitterkabel für die Lüfter ist auch mit am Start. Ja, das hier sind einfach nur diese Montagelaschen für den Pumpenkopf, je nachdem, ob man Intel oder AMD hat. Genau das gleiche auch hier für die verschiedenen Sockel. Das hier sind die Schrauben, um die Lüfter eben auf den Radiator zu schrauben und den Radiator ins Gehäuse einzubauen. Und hier haben wir dann noch ganz normal diese Rändelschrauben, um hinter dem Pumpenkopf auf diese Langschrauben zu setzen, die von dem Mainboard auskommen. Und diese kleinen hier, die sind einfach nur dafür da, um diese Metalllaschen an den Pumpenkopf dran zu machen.
Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns jetzt die Anleitung an, wie das genau montiert wird. Einige werden das schon kennen, weil es unterscheidet sich nicht großartig von den anderen Deepcool-Wasserkühlungen. Aber jemand guckt vielleicht dieses Video das erste Mal und da ist das vielleicht ganz interessant. Hier haben wir auch direkt für Intel LGR 1700. Da wird auch schon gesagt, dass man die Schrauben nach außen drücken soll. Das habe ich ja eben schon gemacht. Dann kommt das von hinten hinter das Mainboard und dann diese Abstandshalter da drauf. Das heißt, wir packen uns jetzt die Backplate und packen die einfach hinter das Mainboard. Die ist jetzt auch schon drin. Hier sieht man diese Schrauben rausgucken. Jetzt kommen die Abstandshalter da drauf. Davon gibt es übrigens verschiedene. Es gibt glatte und welche mit diesen Riefen drin. Und die wollen von uns, dass wir die mit den Riefen nehmen. Das machen wir jetzt natürlich auch. Die stecken wir jetzt einfach hier drauf. Ich hoffe, man erkennt das auf der Kamera. Da steht sogar 1700 drauf. Also da könnt ihr euch nicht großartig vertun. Dann soll man im nächsten Step schon den Deckel von der Pumpe abnehmen und dann diese Laschen da drauf schrauben mit diesen kleinen Minischrauben. Das machen wir auch direkt. Dieser Deckel hier, der ist nur magnetisch gehalten. Den kann man einfach abziehen. Jetzt hängt natürlich das Kabel noch da dran. Aber die sind nicht festgebunden. Also der ist jetzt soweit ab. Och nö. Ich wusste, dass das passiert. Jetzt muss ich diesen Deckel hier wieder abnehmen. Da saue ich wieder alles ein. Aber so ist das halt. Das ist jetzt soweit fest, das ist in Ordnung. Und sobald das Mainboard dann im Gehäuse ist, werden wir natürlich ganz normal diesen Pumpenkopf drauf machen, die Rändelschrauben draufsetzen, dann den Deckel drauf machen. Ja, hier ist jetzt noch diese Montageanleitung für LGR 2066 oder 2011. Das interessiert uns aber nicht. 1700 ist für uns wichtig. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich zwei Tests mache pro Wasserkühlung. Weil die Dinger hier, die regeln ja die Lüfter runter. Dann müsste das Ergebnis ja eventuell sogar schlechter sein. Die Lautstärke aber umso besser. Ich glaube, ich mache das sogar. So, und jetzt schrauben wir uns noch diese Lüfter da drauf. Denkt bitte dran, wenn ihr die einbaut, ihr müsst da ein bisschen räumliches Denken anwenden. Wenn die Wasserkühlung dann hinterher sozusagen so im PC ist, dann müssen die Kabel hinten zur Gehäuserückwand zeigen. Das muss jetzt natürlich nicht sein. Ihr könnt die Kabel auch nach vorne zeigen lassen. Sieht halt blöd aus, ne? Dazu nehmen wir dann jetzt einfach diese ganz normalen langen Schrauben. Also schick aussehen tut das auf jeden Fall. Und hier haben wir jetzt das Funtex G360A. Da werde ich die Wasserkühlung dann oben einbauen. Ich habe auch eben schon getestet, die 360er sollte eigentlich reinpassen. Ich habe es mal nachgemessen. Mainboard einbauen, so erspare ich euch jetzt einfach wieder. Es geht ja um die Wasserkühlung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt wären wir auch schon bereit für den Einbau. Ich werde die jetzt erstmal weglassen. Das sind ja diese Teile, die die Lüfter langsamer drehen lassen. Ich werde die Lüfter jetzt direkt an dieses Verteilerkabel hier anschließen. Und dann dementsprechend halt die volle Leistung aus der Wasserkühlung rausholen. Und dann mal schauen, wie es aussieht, wenn wir dann diese Silencer-Kabel dazwischen stecken. Dafür stecken wir einfach nur die einzelnen Lüfter hier in diese Verteilerdinger rein. Dann bleibt uns im Endeffekt nur noch ein Kabel übrig. Das kommt dann gleich auf den CPU-Fan-Anschluss. Und dann lege ich mir jetzt die Kabel hier schon mal vorsorglich hier oben in dieses Loch rein, weil sonst verschwinden sie mir irgendwie und dann komme ich da hinterher nicht mehr so gut dran. So, die Kabel liegen jetzt so weit dahinter und jetzt haue ich mir von oben die Schrauben da rein. Hier oben seht ihr das jetzt. Ich habe jetzt nur 4 Schrauben reingemacht, das reicht aber zum Halten vollkommen aus. Wenn man es vernünftig macht, macht man hier auch noch 2 rein, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Und jetzt werden wir das machen, was eben in der Anleitung auch schon ersichtlich war. Wir werden diesen Pumpenkopf jetzt da oben drauf setzen. Wundert euch nicht, dass die Schläuche nach unten zeigen. Das ist je nach Wasserkühlung anders. Verschiedene Hersteller gehen hier dann rechts raus, einige unten, einige sogar links. Das habe ich auch schon gesehen. Die machen es jetzt halt so, dass die Schläuche unten sind. Ich finde das eigentlich ganz nett, dann stört das mit dem RAM nicht so. So, und jetzt setzen wir den Pumpenkopf so da drauf. Ah, das ist wieder dieser Punkt, wo man sich wünscht, dass man irgendwie 3 Hände hätte. Ja, ich weiß, ihr seht das jetzt auch nicht so gut, weil die Kamera dann wieder meint, unscharf stellen zu müssen. So, und jetzt drehen wir hier oben schon mal so eine Rändelschraube drauf. Dann sind wir da nämlich schon mal safe mit. Die ist schon mal drauf. Das machen wir jetzt noch an den anderen 3 Positionen und dann passt das. Jetzt drehen wir die noch fest, am besten über Kreuz, dann seid ihr auf der sicheren Seite, auch was die Wärmeleitpaste angeht. Wenn man jetzt so einseitig anfängt festzuschrauben, drückt sich das alles so nach links weg, das ist dann blöd. Deswegen schön über Kreuz einzeln festziehen. Und macht das wirklich nur handfest, es muss gar nicht so doll sein. Natürlich hätte man dann einen größeren Anpressdruck, auch das, was die hier abliefern, sollte eigentlich schon reichen. Dann haben wir hier das Pumpenkabel, das kommt natürlich dann da oben bei dem Mainboard auf den Pumpenanschluss. Kommt man jetzt ein bisschen blöd dran wegen dem Radiator, ist aber nicht schlimm. Eigentlich reicht das noch vom Platz her.
So, die Verkabelung ist soweit gemacht. Wie gesagt, die Teile hier habe ich rausgelassen, die werde ich dann aber nachträglich nochmal einbauen. Jetzt kommt noch dieser Pumpenkopf da drauf. Den schließen wir natürlich auch an, schauen uns ein bisschen die RGB-Effekte an, soweit das mit RGB Fusion von Gigabyte geht. Ansonsten muss ich gleich erstmal Signal RGB runterladen. Der wird ja ganz easy magnetisch gehalten und ist drauf. Das ist wirklich recht einfach. Und dann haben wir hier den ganz normalen 3-Pin 5-Volt ARGB-Stecker. Den stecken wir jetzt auch noch auf dem Mainboard. Aber seid mir nicht böse, ich schließe das hier unten an. Da oben jetzt dran zu kommen, wenn die Wasserkühlung davor sitzt, ist voll für ein Arsch. Hier geht das deutlich einfacher. Ah, und jetzt kommt wieder dieser wunderbare Moment. Jetzt bin ich nicht fertig mit meinen Patschefingern. Das nehmen wir jetzt hier erstmal ab. Und außenrum ist auch noch so einer. Und da haben wir jetzt diese spiegelblanke Oberfläche. Da seht ihr sogar mich. Moin, moin. Also ich finde, das sieht schon einigermaßen schick aus. Mit einem weißen Mainboard wäre es natürlich deutlich besser gewesen, klare Sache. Aber zum Testen reicht uns das. Ich mache jetzt die Glasscheibe drauf, natürlich auch die Rückseite dann drauf. Und dann lassen wir ein bisschen Cinebench rennen. Den Staubfilter hier lasse ich übrigens weg, damit wir uns die Ergebnisse nicht verfälschen. Also ich werde bei allen 4 Tests den auf jeden Fall weglassen. Und die Kabel hier von den Lüftern sind natürlich noch frei, weil wir die Teile gleich noch dazwischen klemmen. So, die ganze Nummer läuft auch schon. Hier haben wir auch wieder den Cinebench und HW Info. Das Bild, das greife ich jetzt allerdings über die Capture Card ab, damit ihr die Ergebnisse vernünftig seht. Und dann lassen wir den jetzt erstmal 10 Minuten im Multicore laufen. Und damit ihr zwischenzeitlich auch mal eine Idee bekommt, wie laut das ist, 10 cm Abstand, Dezibel Messgerät. Das sind 50 Dezibel. Das ist schon eine ganze Menge. Man muss natürlich dazu sagen, man weiß nicht, wie der Hersteller das misst. Wenn er das natürlich frei misst, ohne Gehäuse drumherum, hat man hier oben auch nicht diese Luftverwirbelung durch diese ganzen Löcher und so. Aber im Gehäuse auf jeden Fall schon sehr, sehr laut. Wir testen das Ganze gleich dann auch noch mit diesen Zwischenstücken, die dabei waren. Dann sollte es eigentlich leiser sein. Also ihr seht, wir waren jetzt hier in der Spitze bei 83 Grad. Der hatte sich ungefähr 191 Watt reingeschraubt. Das war über die komplette Dauer bei circa 180 Watt. Ist ein cooles Ergebnis. Eine 240er auf einem 12700K funktioniert. Ihr gebt ja auch nicht permanent da Dauerlast drauf, wie ich das jetzt hier gemacht habe bei Cinebench. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man vielleicht doch eher eine 360er nehmen. Jetzt packen wir noch die Stecker dazwischen. Ich habe jetzt hier einfach den Verteiler abgemacht. Jetzt stecke ich dieses Adapterstück dazwischen. Und das mache ich mit dem anderen ganz genauso. Und dann machen wir die Kiste wieder zu und testen nochmal. So, jetzt testen wir nochmal die Lautstärke. Wir sind jetzt bei 42 Dezibel. Es ist deutlich leiser, lasst es euch gesagt sein. Ich sitze ja direkt daneben. Die Dinger machen echt eine Menge aus. Jetzt warten wir noch das Endergebnis ab, was die Temperaturen angeht. Also wir sehen hier auf jeden Fall schon mal eine Veränderung bei der Temperatur. Wobei 89 Grad geht noch. Der hat auch wieder hier seine 188 Watt in der Spitze. Das ist okay. Zugunsten der Lautstärke, dass ihr halt nicht so krass vollgepustet werdet, ist das eigentlich recht in Ordnung. Und damit ihr euch auch noch ein bisschen was unter den RGB-Effekten vorstellen könnt, habe ich jetzt einfach mal Signal RGB runtergeladen und das ist jetzt der Effekt Fireflies. Da seht man jetzt nicht so viel. Das kommt immer darauf an, ob so ein rotes Kästchen da irgendwas findet. Ah ja, da haben wir es. Jetzt habe ich mal so einen 90s-Effekt reingestellt. Also so heißen die Dinge einfach bei Signal RGB. Nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Das hier ist Nebula. Das hier ist Corrosive, das habe ich bei mir selber auch immer so eingestellt. Das ist so ein gelbliches, grün verlaufendes Effektschema. Ich finde das persönlich ziemlich geil in meinem Case. Das hier ist Electricity, das wäre mir ein bisschen zu flickerig, aber das Ding macht auf jeden Fall eine Menge mit und hat auch verschiedene Farbzonen. Also das ist nicht einfach nur rot oder nur grün oder so, sondern da sind mehrere LEDs drin, die sich dann halt dementsprechend auch ansteuern lassen. Das grüne Geblinke da unten übrigens kommt von der SSD, die hier verbaut ist. Das hier ist Custom Sunrise. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. Ah ja. Dann haben wir hier noch einen Rain-Effekt. Das hier ist Galaxy Ripples. Das finde ich persönlich auch sehr geil. Lila und Blau passt sehr, sehr gut. Das hier heißt Sakura, also Kirschblüte. Das ist so ein bisschen Lavender, Lila, Blau angehaucht. Rosa noch ein bisschen mit drin.
Und das hier ist Cyber Rain, das ist wieder ein bisschen flickeriger. Und das hier schimpft sich Dunkle Materie. Das ist auch so ein bisschen lila mit einem kleinen dunklen Effekt noch mit drin. Und das hier heißt Embers, das ist wie so ein Kamineffekt. Man sieht ein bisschen orange, ein bisschen rot. Ah, ihr seht es ja selber. Die hat obendrauf übrigens auch noch diese Kästchen. Das sieht man jetzt sehr schlecht, ich weiß. Aber sie sind auf jeden Fall da und an der Seite auch. Also ist wirklich so ein bisschen 3D-Optik. Aber wenn man Review schon gesehen hat zu der normalen schwarzen, der kennt diese ganzen Effekte ja auch. Und jetzt werden wir natürlich noch die 360er verbauen und hoffen, dass die Temperaturen dann besser sind. Die waren hier schon okay, aber es geht auf jeden Fall besser, weil 90 Grad anzukratzen ist nicht das Gelbe vom Ei. So, die 360er Wasserkühlung ist drin, ist das gleiche Prinzip. Brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen, ist genauso montiert wie alles andere auch. Das Problem ist, dieses Gehäuse hier, da passt die nicht gut rein. Es sieht jetzt so aus, als wäre sie perfekt drin, ist sie aber nicht. Ihr seht hier oben diesen Schlitz, seht ihr das? Das liegt daran, weil vorne und hinten am Gehäuse sind Nieten, die von vorne reingehen. Und durch die Länge der Wasserkühlung passt die nicht hundertprozentig da rein, hat einen gewissen Abstand nach unten und ich kriege auch nicht alle Schrauben oben rein. Also die Schraubenlöcher vorne und hinten sind verdeckt. Kann man vergessen, hätte ich vielleicht ein anderes nehmen müssen. Aber zum Testen reicht das, um die Temperaturen zu checken und das machen wir jetzt auch. Hier machen wir jetzt auch wieder einen ganz normalen Cinebench Run für 10 Minuten Multicore auf dem 12700K und dann schauen wir uns das Ergebnis und auch die Lautstärke wieder an. So, wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr, wieder 10 cm Abstand. Ja, ca. 50 Dezibel. Also ist das gleiche Ergebnis wie bei dieser kleinen Wasserkühlung. Gleich bauen wir noch diese kleinen Bremskabel mit rein, die die Lüfter so ein bisschen ausbremsen. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Was das Ergebnis angeht, 77 Grad ist völlig in Ordnung für einen 12700K, vor allen Dingen, wenn er sich 192 Watt reingeschraubt hat. Natürlich ist es besser als bei einer 240er Wasserkühlung, ganz klar. Jetzt machen wir noch diese kleinen Bremsen mit da rein, diese Bremskabel. Ich habe sie hier auch noch liegen, ich zeige es euch noch mal kurz. Und die bauen wir jetzt noch mit ein und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. So, diese Adapterstückchen sind soweit drin. Dann würde ich sagen, direkt mal wieder in den Cinebench rein. Und auch hier haben wir jetzt noch 3 Minuten Restzeit auf der Uhr, wieder 10 cm Abstand. Also glaubt mir, diese 8 Dezibel sind ein himmelweiter Unterschied. Und wir werden uns gleich mal die Temperaturen angucken, was wir da eingebüßt haben. Ich würde auf jeden Fall jetzt schon mal empfehlen, diese Dinger zu verbauen. Und wenn wir uns hier jetzt das Ergebnis nach 10 Minuten Multicore anschauen, sehen wir 81 Grad. Hier hat er auch so 188 Watt draufgenommen. Ja, letztes Mal hat er 190 gehabt oder was. Die 3 Watt, das ist wahrscheinlich sogar noch Messtoleranz. Aber 81 Grad, das sind 4 Grad wärmer sozusagen. Aber dafür hat man nicht so eine krasse Lautstärke. Ich würde euch echt empfehlen, diese Adapterstücke damit reinzubauen. Und mal ganz davon ab, sind 81 Grad auch noch völlig okay. Ihr gebt sowieso kaum Dauerlast auf den Prozessor. Das ist nur interessant für Leute, die vielleicht rendern wollen oder irgendwie Aufgaben mit dem PC machen, wo der Prozessor ständig unter Dauerlast ist. Aber fürs reine Gaming, da liegt er dann vielleicht so bei, weiß ich nicht, 110 Watt, 120 Watt. Und das kriegt die ganz locker weggekühlt. Was bleibt jetzt abschließend zu sagen? Die 240er und die 360er Wasserkühlung haben ihren Job gemacht, beim 12700K zumindest. Ihr könntet damit dann sogar noch einen 13600K kühlen, wenn ihr möchtet. Für den 13700er würde ich eher die 360er Variante nehmen. Es kommt auch immer ganz stark darauf an, was ihr damit macht. Habe ich ja eben schon gesagt, wenn ihr wirklich nur zockt, dann kann es euch eigentlich relativ egal sein. Wenn ihr nur ein kleines Gehäuse habt, dann nehmt halt die 240er. Die passt da auf jeden Fall dann super rein, vor allen Dingen, wenn es ein Whitebuild ist. Was ich, glaube ich, noch gar nicht angesprochen hatte, war der Preispunkt. Der Preispunkt für die kleine hier liegt bei 115 Euro und die hier 133 Euro. Ich habe jetzt gerade eben noch bei Geissels nachgeschaut. Kann sein, wenn ihr unten in der Videobeschreibung dann auf den Link klickt, dass die Preise dann ein bisschen schwanken, plus minus 5 Euro. Aber ich würde dann schon noch diese knapp 20 Euro investieren und die 360er nehmen, wenn ihr denn so ein Gehäuse dafür habt. Wenn ihr jetzt speziell das G360A haben solltet, baut das Ding in die Front. Da passt es auf jeden Fall. Für oben ist es halt ein bisschen knapp mit der 360er. Kann man zwar machen, sieht aber nicht so schön aus. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden mit den Dingern.
Wie gesagt, wenn ihr jetzt einen 13.700K habt und wollt ihn noch übertakten, ich weiß nicht, wie die Wasserkühlung darauf reagieren wird. Ich habe jetzt so einen Durchschnittswert genommen, 200 Watt. Das erreichen teilweise die neuesten Ryzen-Prozessoren nicht, aber bei Intel ist das immer sehr realistisch. Gut, dann würde ich sagen, das wäre es dann wieder mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.